Herzlich willkommen. Was für ein krasses, geiles Wetter wir jetzt haben. Heute und in den nächsten Tagen. Herzlich willkommen. Hier ist Skyline TV Live. Wir sind auf Alpentour. Also ich muss sagen, es ist ein bisschen gemogelt natürlich. Also nicht gemogelt, aber wir sind noch auf der Hinfahrt. Ne? Wir sind jetzt hier in Freiburg. Und in Freiburg haben wir ein Automatencenter entdeckt. Das suchen wir jetzt zusammen. Ist hier irgendwo im Bahnhof. Und machen uns einen entspannten kleinen Abend zum Start. Peter! Sub-Bomb, Sub-Bomb, da kommt eine Sub-Bomb. Ben ist einfach Subs und jetzt kommst du mit. Okay, ich muss weg. Es ist zu unangenehm für den Anfang. Ich mach Twitch. Kennst du Twitch? So wie YouTube, nur halt live. Ja, genau, Livestream. Ja, genau. Also sommerlich habt ihr es hier. Ich weiß ganz genau, wie du hast. Bitte. Ausziehen, Kamera ausziehen. Ah ja, da werde ich mal gesperrt, das ist das Problem. Habe ich schon mal gemacht, eine Woche Bann. Ja. Also, aber meint ihr die hier? Nein, die Fußgängerbrücke dahinter. Da hinten ist doch die blaue. Ja. Da musst du draufklettern. Da kannst du drauf, da kannst du drauf hocken. Aber seid ihr nicht dafür zuständig, mich dann wieder runterzuholen, wenn ich da hochkletter? Ja. Das heißt, wir sehen uns gleich. Nimm dir mal einen Kranz, wie ich springe. Ich guck mal, wie viel Loch wir noch haben. Es wird geduldet. Ja, ist nicht erlaubt, dass wir aber nicht zwischen den Gleisen dann, sondern man muss so am Rande hoch. Oben, auf der zwischen den Gleisen, da wirst du es nicht überleben. Ach krass. Weiß ich jetzt nicht genau, wie lange die jetzt noch ihren Job haben. Aber solange ich mich dabei nicht ausziehe, habe ich meinen Job noch. Also, was sie gerade gesagt haben ist, es gibt hier eine Fußgängerbrücke. Und das ist diese hier. Und die meinen, dass man hier hochklettern kann. Aber da, die gehen einfach da so hoch. Twitch-Administration, es handelt sich um eine Performance, die eben mit der DB-Sicherheit von Freiburg abgesprochen wurde. Oder die haben gesagt, was man nicht machen sollte. Guck mal, wie klein die Leute von hier oben sind. 5.000 Euro gespendet von Kieskau. Ich glaube nicht. Ich kaufe Skyline TV live und betrüge Leute. Also, wenn man Höhenangst hat oder so, dann geht das jetzt hier so ungefähr los. Ne? Weil man braucht ja eigentlich nur so eine Höhe, dass wenn du runterfällst, du dir schon gut was brechen kannst. Und diese Höhe haben wir jetzt schon erreicht. Ah, guck mal, die Mädels haben sich's auch getraut. Vielleicht nicht ganz so hoch, Twitch-Abo von aber haben sich's auch getraut. Monat 1 über Prime. Oh Scheiße, wie komme ich jetzt hier eigentlich runter? Das Problem ist immer, runterzukommen. Krass, runterzukommen ist viel aufregender, weil ich ganz genau weiß, dass die Aufmerksamkeit nicht so groß ist. Und das ist jetzt hier richtig wild. Ich habe sowas in Deutschland noch nie gesehen. Guckt euch die ganzen Automaten an. Das geht dann noch irgendwie 50 Reihen weiter. Und wir werden jetzt das Budget verkloppen, das ihr in diese Aktion reingelegt habt, nämlich mindestens 100 Euro. Alter, es gibt hier so viel, wenn ich das hier schon alles sehe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bauernbrot Backmischung. Backmischung für 2,29. Ja, halbe Drogerie. Wie die aber auch wirklich diese Discounter-Preisziffern am Ende haben. 10,99, 7,99. Du kannst einfach Äpfel kaufen. Du kannst einfach Fach B41. Du kannst Bananen, 2 Stück, 1,11 Euro. Es gibt einfach eine fucking Kuckucksuhr. Ich frage mich wirklich, wie oft das schon vorgekommen ist, dass irgendjemand hier reingekommen ist und sich so ein Teddybär gönnen wollte. Ja, ja, ja. Zack! Aha. Oha. Oha, erstes Andenken von der Alpentour. Ich habe mir eine fucking Kuckucksuhr mit euch geholt. Also ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass ich das privat so nie gemacht hätte. Oh, Alter! Blutorange aus Sizilien. Kräutersteak vom Rind 87. Halbes Reformhaus hier. Schön Säfte und so. Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Hallo. Hallo. Gibt es hier einen Deo-Automaten? Ich rieche leider nicht gut. Ich brauche dringend ein Deo, um nicht es mehr ist, so übel zu Spaß von Leuten, denen es nicht so gut geht, die mentally disabled, sagen wir in Großbritannien. Es ist der Grund, warum ich 100 Kilometer gefahren bin, weil die einfach einen fucking Pizza-Automaten haben. Hat in die Automaten geballert. Man sieht die Produktion. Alter, halbe Waschmaschine. Das ganze Ding vibriert. Guck mal, was hier kocht. In dieser Waschmaschine. Umgebaute Waschmaschine. Weil ist schon so heiß gelaufen, dass da so ein Spliss drin ist in der Scheibe. Wie die sich aufbläst. Die Pizza ist verschwunden. Die hängt wahrscheinlich wegen dieser riesen Blase. Ach nee, da ist sie. Imposter Z spendete 7,77 Euro für die Aktion Die Alpentour. 8 intensive Tage Alpen und Hamburg. Ich hab doch nicht jetzt fucking knapp 8 Euro bezahlt, damit die Pizza hier vorne runterfällt. Ich hab einen fucking leeren Karton bekommen.
Was ist denn das für ein Fail? Ey, wir hatten schon viele Fails, aber doch nicht an einem Automaten, an dem alles professionell läuft. Was habe ich hier? Ah, das ist aber auch echt blöd, ne? Da haben die extra für zigtausend Euro so einen Automaten gebaut und dann sowas. Wir wurden hintergangen und das Ding, wir haben ja gesehen, es wurde ja produziert immerhin, ne? Also, wir haben bezahlt dafür, dass es produziert wird. Ich frage mich nur, wann wird hier irgendein Pizza-Automatenaufsteller vorbeikommen, das Geld entnehmen wollen und dann sieht er auf der Hinterwand eine runtergefallene Pizza. Und wann bemerkt er das? Mit so einer Riesenblase. Nochmal Margherita, die macht so schöne Blasen. Ihre Karte bitte, 7 Euro. Auf jeden Fall. 79% sagen ja. Zu was? Dass es ein Scambetrug ist? Dass ich eine Pizza bekomme? Oh, okay. Okay, okay. Spannend, spannend, Leute. Spannend, spannend, spannend. Oh, ich merke jetzt den Geruch so ein bisschen. Okay, sie kommt runter, sie kommt runter. Ich bin gespannt, ob es diesmal klappt. Kann man das eigentlich schon vorher hochklappen? Nee, ist gesperrt. Krass, okay. Der Karton liegt schon ein bisschen ungünstig. Ich bin gespannt. Ja, ja, da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie. Und, an. Es ist nicht deren Ernst. Es ist einfach nicht deren Ernst. Die wurde wieder mitgenommen. Die wurde wieder mitgenommen. Die liegt noch da hinten, ja. Die liegt noch da hinten. Aber der gibt mir noch keine Freigabe. Der merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Die haben nicht damit gerechnet, dass sie so große Blasen machen. Sacco mio. Das Teil ist außer Betrieb. Codex 6144. Ich habe das Teil wieder kaputt gemacht. Ich habe mir einfach nur eine Pizza gezogen. Ihm ging das auch. Er hat noch mein Geld genommen gerade, aber es tut mir so leid, dass du dir keine Pizza ziehen kannst. Aber siehst du, wärst du derjenige gewesen, der jetzt 7 Euro da reingesteckt hätte, dann hättest du keine Pizza bekommen. Und ich frage mich, was besser ist, wenn ich als Großverdiener keine Pizza bekomme oder du. Oh, das ist gegrillter Lachs für 3,50. Fairer Preis. Chicken Box 12,50. Ist so frisch, dass die Packung noch beschlagen ist. Maki Vegan Box. Oh geil, die gönnen wir uns, oder? 6,50 Euro. Ich esse jetzt wie ein Schwein. Leute, ich esse nie mit Sojasauce. Wir kriegen das Klopapier. Wir kriegen das Klopapier. Wir kriegen das Klopapier. Oh, es rollt, es rollt, es rollt, es rollt, es rollt, es rollt. Ah, die haben es tatsächlich. Oh, hab ich mich schon erschrocken. Ich dachte, der nächste ist kein Betrug. Herrlich. Ah, cool, ich kann meine Nase putzen. Perfekt, dankeschön. Gerne wieder. Also wenn ich jetzt keine Sojasauce mag, wie viel sollte ich dann drauf machen? Letztendlich ist doch je mehr, desto besser, oder? Weil ich mag's nicht. Oh, es tropft. Oh, Chat sagt Stopp. Oh, wie lange ist das her? Boah! Boah! Betreiber, das ist nicht der Sushi, das ist die Sojasauce. Linzer Torte. Aber wenn das Linzer Torte ist, warum steht denn da Marmelade drin? Das ist mit Marmelade drauf, oder? 22 Euro für einen Kuchen, das musst du ja erstmal ausgeben. A few moments later. Ihr habt abgestimmt. Ich soll mir für 22 Euro diesen Kuchen kaufen. Geh los, schieb, 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 mein Engel, schieb, zack. Zwei Stück, zwei Stück, zwei Stück, zwei Stück, 299. Zwei Stück, nein, danke, danke. Zwei Stück, zwei Stück, zwei Stück. Wie groß. Wir haben Kuchen im Wert von 44 Euro versehentlich aus diesem Automaten. In zwei Stück. Ah, nimm das. Da steht gerade jemand. Ey, ich muss gleich zum Pizzaautomaten nochmal und sagen, er soll das nehmen, Pizzaautomat. Heute ist großes Angebot. Ich habe einen gekauft und zwei sind rausgekommen. Es gibt Leute, die sind für Schnäppchen empfänglich und andere nicht. Salatbar neu erfunden. 24,7. Und der sieht richtig modern aus. Habt ihr Bock auf einen kleinen Salat? Was geht los, Leute? Oha! Halbe Windmühle. Oha! Ja, herrlich! Oh, ist der stecken geblieben? Ich weiß es nicht. Alter, was? Bisschen weniger Mais wäre auch okay gewesen. Paprika können Sie gern ein bisschen mehr machen. Oh, wie viele Tomaten da vorbereitet sind. Oh, die zerquetscht er ja, bevor er die nach unten befördert. Ja, war jetzt tomatenmäßig nicht ganz so. Oh, der wackelt jetzt und. Okay, es geht weiter. Angst gehabt. Gut, dass wir diesen Tisch hierher geschoben haben. Wisst ihr, was geil wäre? Wenn wir jetzt zwei Salate bekommen. Hey, ich will noch bewerten, ihr blöden.
Ah, ja, Kacke. Wo gibt's jetzt die Gabel? Shit. Okay, nächster Automat. Und eigentlich gibt es überall, wo es Eis gibt, auch einen Löffel. Wir haben einen Löffel. Und damit können wir nicht nur dieses Eis jetzt essen, diesen großen Salat essen, den Kuchen für 22 Euro. Wir müssen gleich den Kuchen probieren. Ja, und den Käsekuchen. Jesus. Stefans Käsekuchen schmeckt richtig normal nach Käsekuchen. Es schmeckt einfach nach Käse, nach frischem Käsekuchen. Ja. Ist gut. Geht sofort weiter mit den nächsten Automaten. Ich glaube, ich habe gerade versehentlich so einen Käsewürfel ganz kurz in der Nase gehabt. Ja, sorry Leute. Denkt ihr, die Sachen, die ihr im Fastfood-Dings bestellt, dass die hygienischer sind? Da zieht sich die frustrierte Katja auch einmal ihr Gesicht da durch. Wenn wir jetzt hier was ausgeben, dann ist es für das Projekt Wechselnder Wilhelm. Was auch immer das ist. Werkstatt für Integration, soziale Innovation. Aber komm, Mitleidskauf. Hier die 4 Euro. Doch, das beschließe ich jetzt. 4 Euro für die 12. Damit die denken, dass das Erfolg hat. Cool. So Leute, dann haben wir Scam-Betrug des Todes. Das kostet eigentlich 3,80. Scam-Betrug. Direkt mal in dieser Kreativwerkstatt anrufen. Kann ich nur ein Besteck bei euch kaufen? Weil ich habe meinen Kuchen von zu Hause, habe ich kein Besteck. Aber wir haben keine Gabel mehr. Keine Gabel mehr? Achso, aber Löffel habt ihr? Ja, kannst nehmen. So, ja, ich gebe euch hier 2 Euro. Weil ist ja auch Werbung. Außerdem kaufe ich den Salat drüben im Automaten. Dankeschön. Oh nein, die wissen ganz genau, wie der Hase läuft, ne? Es ist soweit. Wir probieren den 21-Euro-Kuchen aus dem Automaten. Ja, geil. Krass. Ja, dann probiere ich mal. Ja, ich vermisse jetzt so ein bisschen die Marmelade. Ja, das ist säuerlich. Moin. Hi. Ist das so eine Freiburger Spezialität? Bitte? Ist das so eine Freiburger Spezialität? Ich komme nicht von hier. Also Linzertorte, es gibt bessere. Gibt bessere? Ja, auf jeden Fall. Okay. Weil die ist doch im Verhältnis nicht ganz so toll. Ich habe 21 Euro dafür bezahlt. Ich dachte, es gibt jetzt so ein Geschmackserlebnis. Ja, mein ganzes. Aber die sieht auch nicht so gut aus im Verhältnis. Ich habe monatelang gespart für diesen Kuchen. Ach, süße Scheiße. Ich glaube, ich habe das unterschätzt. Ich glaube, so ein Kuchenstück ist für eine ganze Familie oder so. Das kannst du dann mitbringen, wenn du irgendwie völlig verdattelt hast, dass du heute zu Oma Irenes Geburtstag kommst und die ihren 60. feiert. Oh, wer hätte das gedacht? Das Eis ist flüssig geworden. Hat der Chat die ganze Zeit gesagt. Ja, das stimmt. Icy hat mir das doch des Öfteren gesagt, aber ich habe es ignoriert. Na, da bin ich mal gespannt. Oh, der schiebt sie. Ah, der hat sie hochgeschoben und dann kam sie runter. Und es gibt noch eine. Und es gibt noch eine dritte. Warte mal, wie viele gibt's jetzt? Nein, die hängt wieder. Die hängt wieder. Wir haben aber die hängende bekommen und die andere hängt. 1,99 Euro für eine Maske. Das ist natürlich absolut das Scam-Betrugspreis. Aber ist auch Werbung für die Easy Apotheke Freiburg im Hauptbahnhof. Und ich habe den Pizzaautomaten leider zweimal Pizza gezogen, kam keine Pizza raus. Der Besitzer kommt so um 2 Stunden her, nicht? Okay, dann sieht er das. Ja, die kleben im Automaten. Also ich konnte ihn noch nicht mal rausnehmen. Ne? Man hat richtig die Fallen gesehen, aber die fiel da nicht auf das Tablett drauf, sondern weil da so eine dicke Luftblase war. Hing das so hinten fest und dann hat sie es selbst gecheckt und außer Betrieb gezeigt. Hängt die da immer noch? Ja, die hängt immer noch da. Ja, das meine. Da hinten sitzt. Ah, stimmt, ja, ja. Ach, jetzt habe ich die ganz verpasst. Ich habe hier schon bezahlt. Die Maske ist oben. Oh nein. Aber dafür habe ich noch eine andere hier bekommen und Pflaster habe ich bekommen. Man kriegt eigentlich immer pro Einkauf eine Maske gratis, mehr oder weniger, weil die immer rausfällt. Okay, aber warum liegt der jetzt hier oben? Ja, das weiß ich auch nicht. Das war, glaube ich, dann die danach, die ist dann da runtergefallen. Oh, cool. Ich habe Rackzeug von deinem Hand. Vielleicht. Ah! Oh, der blockiert. Aber wenn wir jetzt wieder was kaufen, dann kommt die nächste Maske. Ja. Okay, was kaufen wir als nächstes? Hier, ich kann dir gute Küttersalbe empfehlen. Welche Salbe? Wärmebalsam. Wärmebalsam? Nein, hör auf. Nein, ich muss das Geld ausgeben. Ich möchte den Wirtschafts... 9,99 €. Aber es ist ja auch Werbung hier für Automatencenter. Jetzt fährt er mit der Maske hoch. Ja, ja. Jetzt gibt's die Wärme. Ja, ja, ja. Roll. Ja, perfekt. Jetzt muss er wieder nach unten. Ja, ja, ja. Wieder die ganzen Regale dafür. Beides sogar. Ah, perfekt. Kann ich euch eine Maske anbieten? Dort? Ja, gern. Danke. Klar. Ist ja gratis gewesen. Willst du schon haben?
1700 habe ich gerade. Ja, sind schon ein paar, ja. Wenn die DB-Sicherheit einfach beim Betrug hilft. Gut, so würde ich es jetzt nicht formulieren. Das ist alles, ja, weiß ich auch nicht, was das ist. Das ist alles Support. Ja, das ist echt das größte Problem. Ich habe Kuchen gekauft, ich habe Salat gekauft, ich habe alles Mögliche gekauft, ich habe kein Besteck. Ich habe eben bei Dean und Davis, ich habe den Trinkgeld gelassen dafür, dass ich Holzgeschirr mitnehme. Ob die das so geil finden, immer, dass man mit dem Automatensalat da hinkommt und Besteck holt, weiß ich nicht. Aber so habe ich es gemacht. Ja, funktioniert. Ja, das kaufe ich jetzt nur, weil die Zuschauer das, also das ist nicht für mich jetzt persönlich. Das ist nur, Kumpel braucht das immer. So. Ich habe damals schon zu Klaus Twitch gesagt, ja, das Format wird unangenehm. Würdest du die mit mir, bist du schon 18? Ja, würdest du mit mir so einen Käsekuchenlikör teilen? Teilen, ja. Also ich würde mir was abfüllen in meinen aus dem Schieneautomaten Delta oder in dieses Eisdings oder so. Und dann könntest du den Rest mitnehmen, weil ist auch hier, das, ich will einfach nur probieren, das kostet aber 12,50. Ich bezahle das auch. Ich habe heute genug Swaps eingenommen. Ich komme aus vermögendem Hause. Weil ich will das halt nicht verschwenden, wenn was übrig bleibt. Also ich würde es mir jetzt privat, glaube ich, nicht kaufen, aber... Ja, so geht es mir genauso. Ich mache das auch nur im Stream. Ich würde mir privat niemals... Trinke ich auch nie. Ich nehme auch privat nie Drogen, nur im Stream. Was die gute Gebühren frag den mal, was der von dir hält gerade. Was der gerade von dir denkt. Ans Lesegerät. Kennst du Knossi? Ja. Den habe ich gerade im Ohr. Der fragt dich, was du von mir hältst. Bevor du eine Bewertung abgibst. Ich habe das hier schon alles gekauft heute. Falls es irgendwie deine Meinung beeinflusst. Super? Das freut mich. Der ja, cool. Lügt doch. So, vielen Dank der für dieses ehrliche Feedback. Es geht los. Es rollt runter. Die ganze Butte rollt. Und jawohl, schön versenkt. Freispiele schön sind versenkt. Da. Alge ist schön da. Schön versenkt. Alge ja, ist da. Stefans Käsekuchenlikör. Knossi fragt, wo du herkommst. Karlsruhe. Woher? Karlsruhe. Ach, Karlsruhe. Ah ja, cool. Karlsruhe ist hässlich. Knossi sagt, wirklich. Freispiele sind da. Sag mal, sag ihm ehrlich, Karlsruhe ist wirklich die hässlichste Stadt, die du kennst. Sag ihm mal. Ja, geil. Karlsruhe ist hässlich. Aber Karlsruhe war ich schon mal. Das ist, glaube ich, die hässlichste Stadt, die es gibt, ne? Ja, da gibt es Schlimmere. Gibt es Schlimmere? Okay, ich hab's heute, das ist aus Erinnerung. Oh Mist, ich hab die Blume geerntet. Moment. Oh, viel Alkohol. Oh. Was 15%, das geht eigentlich. Oh, wenn ich das trinke, krieg ich mal so eine Rockerstimme. Kennst ja, du das? Mal Lappen. Ja, hier ist Rock FM 98.1 mit eurem Dieter. Verschenkt doch mal ein paar Sachen. Du bist mal nicht ganz sauber. Gönn doch mal den Leuten ein bisschen mal. Verschenkt doch mal ein bisschen mal. Erfüll mal Träume. Mal so einen Bauchladen. Hol mal den Nächsten, der reinkommt und sagt, heute, Sie sind so der 1 Millionste Kunde. Verschenk doch mal ein paar Sachen. Du kannst hier am Automaten etwas aussuchen, was auch immer du willst. Wir müssen die Leute von draußen akquirieren. Wenn du den Tisch rausschiebst, denken alle, wo ist der Hut, wo kann ich was reinwerfen? Lass das. Verzeihung, Sie sind der 1 Millionste Kunde, also Sie waren jetzt noch gar nicht drin, aber wenn Sie jetzt reingehen, dann werden Sie das und gibt es gratis Waren. Gratis angebissener Käsekuchen, geöffneter Salat und so, falls Sie Lust haben. Also fiktiv, also es sieht so aus. Bisschen mehr Emotionen. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der Erste, der 1 Millionste Kunde. Bisschen mehr so. Wir haben auch gratis hier Käsekuchen, Likör und so, ist auch alles. Da können Sie Tornado machen, wenn Sie Bock haben. Mehr Emotionen. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der 1 Millionste Kunde. Ja, da gehen die weiter, siehst du, du musst es auch seriös machen. Nee, du musst es von Anfang an richtig machen. Weil die denken, du bist geistig verwirrt. Mit wem sprichst du, denken die? Das ist meine nüchterne Art, hat schon ihren Sinn. Herzlichen... Achso, das bist du von eben, ne? Ja, ich habe schlechtes Gesichtsgedächtnis. Paddington wäre im Monat 15 über Prime. Wir sehen alle Sorgen, sind nicht gleich verklagen. Hi, du bist der 1 Millionste, du darfst dir was auf den Tisch. Herzlichen Glückwunsch, du darfst dir was aussuchen an den Tisch. Tatsächlich. Wir haben gratis Waren, weil heute ist großer Aktionstag. Knossi sponsert. Nach der großen SC Baden-Baden-Kooperation jetzt hier gratis Sachen. Herzlichen Glückwunsch, kannst du dir irgendwas aussuchen. Glückwunsch. Das ganz, sieht, ganz großen Glückwunsch. Das sieht aus wie ein Müllberg. Das kannst du den Leuten nicht anbieten, das ist doch Müll. Weil es 1 Millionste Kunde ist jetzt. Du siehst aus wie Sperrmüll mit deinem Tisch. Kuckucksuhr? Das können Sie wirklich mitnehmen, das habe ich noch nicht mal angerührt. Guck mal, das ist eine, die will abgreifen. Und dann kriegen Sie frag sie mal, machen Sie das öfter, wenn es was umsonst gibt, oder? Mach mal den. Und diese Klorolle. Immer wenn es was umsonst gibt. Also das wird wieder rar. Das ist aus der Behindertenwerkstatt, das habe ich aus Mitleid gekauft. Das können Sie auch gerne mitnehmen. Achso, brauchen Sie eine Tüte? Ja, wieso? Ich kann doch nicht Sachen anbieten, die ich gar nicht habe. Ich habe keine Tüten. Es gibt hier keine Tüten und kein Besteck.
Geh mal hin, spendier dem mal ein Bier. Sag, komm, ich mach's. Mein Tisch sieht aus wie ein Müllhaufen. Hier für dich. Geh mal hin, schmeiß mal einen Dreier rein. Mach, drück einfach drauf, sag, ist deins. Das ist fast OVP. Geh hin, schmeiß rein, sag, ist deins. Du überlegst zu lange. Komm, rein, nicht lang schnacken, rein im Nacken. Geh so hin. Ich kauf ihn was. Ich kauf ihn das. Sag, du überlegst mir zu lang. Ich muss wohltätig wirken. Du siehst schon trocken aus, komm. Das dauert mir zu lang, nimm. Eingetragener Verein will ich gründen. Pack rein, drück 14 und ab. Wir spendieren das wirklich, weil ich habe heute so viel in die Automaten investiert, ich will noch ein bisschen ausgeben. Welches Bier möchten Sie? Tannenliebe. Nee, es muss schon mit Alkohol sein. Ach so. Weil Sie sehen so trocken aus. Ja, nee, Alkohol trinke ich gerade nicht. Dann kriegen Sie die 27. Auf geht's. Komm, auf, rein. Kauf dann wird dann bei mir auch nicht lang gefackelt. Club Marke. Sehr gut, Adam. Drück drauf. Club Marke kann sein. Sie haben das gemacht. 28. Sie haben das ausgesucht. 28. Wunderbar. 28? Also ich habe 27 verstanden. Wunderbar. Ach so, Entschuldigung, ich habe ich falsch verstanden. Wunderbar, wunderbar. Ganz kleinen Moment. 27 zu verschenken, 27. Ah, nach 3 Sekunden ist das eh weg hier, auch wegen des Hans. Ich habe so ein Budget von den Zuschauern zusammengesammelt bekommen und das gebe ich aus. Also 27 jetzt. Dein Vater ist 28. Dr. Mang vom Bodensee, der spritzt die Lippen auf und macht dicke Titten. Sag da, wie es ist. Sein Vater ist der Arzt vom Bodensee? Komm, lass! Ist Ihr Vater der Arzt vom Bodensee? Lass! Hat Knossi gesagt. Was? Hier in der Gegend kennt man Knossi, ne? Ja, so vom Sehen. Was jetzt? Kenn ich auch nur vom Sehen. Ja, sehr gut. Viel Spaß damit. Hallo, Knossi. Ja, gerne. Kein Problem. Ich hab gesagt, du bist reich, weil dein Vater ist Dr. Mang vom Bodensee, der macht dicke Lippen und dicke Titten. Was für ein vulgäres Zeug du mir hier vorgibst. Oh, wir müssen rausgehen, der ist schon draußen. Mein Vater ist vom Bodensee und dicke... Na, weiter. Was hätten Sie gern? So ein Avocado. Oh, das habe ich auch probiert. Wollen Sie mal einen angebissenen? Den schaffe ich nicht. Nee, okay. Nicht in der Pandemie. Ja, das stimmt. B23? Ich ziehe auch gleich eine Maske an. B23. Nee. Freuen Sie sich schon? Total. Oh, das freut mich. Mhm. Ich bin nämlich auch ein Euphorie-Mensch. Ich bin durch und durch. Ich protze immer so. Also. Ja, ich mag ihn auf jeden Fall sehr. Sehr gerne, sehr gerne. Ist ja auch Werbung für mich. Wolltet ihr auch was ergeiern? Weil ihr seht so aus, als wenn ihr euch freut, dass es was umsonst gibt. Wäre kein Problem gewesen. Frag, wer hat Bock? Wer will was umsonst? Schreib mal. Hallo, darf ich euch was spendieren? Weil ihr seid Jubiläum. Nee, danke. Warte mal, was waren nochmal die Worte? Ihr seid Jubiläum, ihr seid, 1 Million Sekunde. Wer will was umsonst? Der Schnellste gewinnt. Abgehoben, sag abgehoben. Die haben zu viel Geld. Schrei abgehoben. Das funktioniert hier nicht. Lass uns mal ganz schnell versuchen, aus dem Board bis hoch. Ah, der Kameraakku ist gleich alle. Aber ich versuche mal ganz schnell noch die Dings, das Besteck da rauszubekommen. Bitte lass die Türen schließen und Abfahrt, Alter. Komm, gönn, gönn. Bitte einmal gönn. Hast du das Bordpistol gesehen? Nein. Okay. Wahrscheinlich war einfach hinten. Weiter hinten, ne? Weil ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss hier wieder raus. Aber jetzt mal im Ernst, wann fährt er denn ab? Ich muss mal kurz gucken. Jesus, der fährt schon ab. Lauf zum Bistro, mach dir keinen Stress. Der soll vor einer Minute abfahren. Dann drückst du Not. Kein Stress. Na, ich glaube, es ist keine Zeit. Schade. Aber es sieht doch ganz gut aus, ne? Mhm. Ja, perfekt. Okay, danke. Soll ich einen Deckel aufmachen? Ich weiß immer, wie das ist, wenn man keine Hand frei hat. So, danke. Ja, kein Problem. Ja, guten Appetit. Danke. Kein Problem. Das meiste ist angebissen, aber das macht ja nichts, glaube ich. Einfach nehmen. Pflaster immer gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Die haben jetzt auch einfach die Pflaster mitgenommen, ne? Abgezogen worden! Ja, abgezogen! Der Typ hat dich abgezogen! Aber ich bin ja froh, wenn was wegkommt. Ist ja auch Werbung für die. Ich weiß nicht. Wir haben die Flasche umgerannt. Die haben die Flasche umgerannt, die ich da aufgestellt habe. Eieiei. Die haben einfach die Flasche umgerannt. Oh, da ist auf jeden Fall nicht mehr da. Schön, schön, dass es vor der Polizei gemacht wurde, die da gerade steht. Schön, dass wir die Flasche umrennen. Vielen Dank für die Unterstützung, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Da sind wir dann richtig offiziell in den Alpen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Oh.